Hallo, heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für eine Crème Brûlée. Ihr braucht dafür Eigelb, Sahne, Milch, etwas Zucker und eine Vanilleschote. Zuerst werden die Eigelbe mit der Sahne, der Milch und dem Vanillemark zusammengerührt. Dann wird der Zucker hinzugegeben und nochmal alles gut verrührt. Wenn alles gut verrührt ist, gebe ich nochmal die Vanilleschote hinzu und decke das Ganze mit einer Plastikfolie ab und lasse das für ungefähr eine halbe Stunde so stehen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal Wasser in eine große Auflaufform schütten und das in den Ofen bei 180 Grad vorheizen. Nachdem die halbe Stunde rum ist, gebe ich natürlich die Vanilleschote raus, weil die wollen wir dann natürlich nicht in der Creme haben. Und fülle die Creme in so kleine Schüsselchen. Also ihr könnt da wirklich jede Form nehmen, die ihr wollt. Einfach sicher sein, dass das auch ofensicher ist, also hitzebeständig. Jetzt werden noch die kleinen Bläschen, also dieser kleine Schaum, der sich an der Oberfläche gebildet hat, mit einem Löffel entfernt. Dann werden die Formen in die Auflaufform gegeben, in der das Wasser drin ist, und passt hier aber auf, weil das ist jetzt natürlich ziemlich heiß. Und das Ganze wird dann für ungefähr 50 Minuten im Ofen gebacken. Wenn sie dann fertig sind, gebe ich noch etwas Zucker oben drauf und ihr könnt entweder braunen oder weißen Zucker nehmen, das ist Geschmackssache. Und natürlich hat mein Bunsenbrenner in dem Moment den Geist aufgegeben, also habe ich das Ganze dann nochmal bei der Grillfunktion im Backofen für ungefähr 2 Minuten karamellisieren lassen. Und so sieht die Creme dann aus, wenn sie fertig ist. Sie hat wirklich oben durch den Zucker diese schöne knackige Kruste und unten ist alles schön cremig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!